Yo, was geht ab? Wir sind im Halbfinale angekommen. Heute kommen wir zu der Analyse, Schrägstrich Feedback von der Runde von Nice Noah. Da Ötze nichts eingereicht hat, wird es keine lange Analyse sein, sondern mehr so Feedback. Und ja, fangen wir direkt mal an. So, kommen wir direkt zum Video. Das Video, ja, ist relativ Standard gehalten. Für ein Halbfinale, keine Ahnung, wäre mir persönlich das zu wenig. Hätte Ötze jetzt was eingereicht. Ich meine, gut, Ötze hat bisher auch keine sonderlich guten Videos immer bisher eingereicht gehabt, aber naja, hätte Ötze jetzt ein richtiges Video eingereicht, denke ich mal, wäre das mit dem Videopunkt knapp geworden. Ja. Ansonsten im Finale ist da auf jeden Fall Steigerung erwünschenswert im puncto Video. Auch wenn das Video relativ gut ist, aber vielleicht ein bisschen mehr Mühe reinstecken, keine Ahnung, irgendwie mehr Cuts oder ja. So, kommen wir zum nächsten Punkt, der Flow. Also, da muss ich sagen, Noah hat sich definitiv gesteigert. Also im Vergleich jetzt, wenn ich mal zurückblicke auf seine Quali, da ist definitiv Verbesserung zu sehen. An einigen Stellen gefällt mir das immer noch nicht so ganz. Da hat er, ja, da rappt er über den Takt hinaus. Keine Ahnung, ob das gewollt ist oder nicht. Ja, das bringt so ein bisschen, das bringt einen so ein bisschen raus, finde ich. Und ja, könnte man vielleicht im Finale dann besser machen, definitiv. Ja, generell im Finale einfach ein bisschen mehr Mühe geben und das geht jetzt nicht nur an Noah, sondern auch an Kelebo und Senku, auch wenn die beiden gut abgeliefert haben, muss ich echt sagen. Aber dazu nächste Woche in der Analyse mehr. Und ja, ansonsten finde ich Noahs Flow relativ okay. So, er flowt grundsolide eigentlich, bis auf Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal. Ja, weiter mit der Technik. Die Technik ist definitiv verbesserungswürdig bei Noah. An einigen Stellen hat er zwar Binnenreime, was den Flow automatisch aufbessert. Allerdings, ja, ist die Technik, die Reimqualität Standard bis schlecht. So. An einigen Stellen hatte ich das Gefühl, da reimt sich gar nichts. Da musste ich in die Lyrics schauen und dann ja, habe ich gesehen, dass es sich doch irgendwie reimt. Irgendwo verzweckt mit einem verzweckt, nee, verzwickt mit einem Binnenreim, aber ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall Verbesserung erwünscht in puncto Technik. Teilweise waren da nur zweisilbige Reime, ab und an auch nur ein Einsilber. Ja, ich glaube, das Highlight waren drei Silber. Ja, und ich will Noah jetzt auch gar nicht irgendwie komplett runterreden. Seine Leistung war solide, so für ein Viertelfinale. Ja, für ein Halbfinale war mir das jetzt ein bisschen zu mau. Aber ja gut, ich meine, er hatte auch keinen Gegner. Bei den Punchlines fand ich, war es eine gute Angriffsfläche, die Noah gewählt hat. Ich habe jetzt auch gar nicht irgendwie nachgeguckt, ob Ötze irgendwie, keine Ahnung, in sämtlichen Battles verloren hat. Er hat halt gegen Beppo verloren gehabt und im Rematch hat er ihn dann geschlagen, ist dann ins Halbfinale eingezogen und hat nichts eingereicht. Ja, schade an der Stelle. Ja, was Punchlines angeht, hat Noah schon mal bessere gehabt. Auch da ist im Finale dann definitiv Verbesserung erwünscht. Von meiner Seite aus. Ich weiß nicht, wie es von den Zuschauern her aussieht, aber ja, die Roast Yourself Line beispielsweise, die war jetzt auch, ne, so lala. Keine Ahnung, generell ein paar Punchlines so hätte man weglassen können. Und naja, egal. Ich wünsche Noah auf jeden Fall viel Erfolg im Finale dann gegen Kelebo oder Senku, je nachdem, wer da die Nase vorn hat. Und ja, wir sehen uns
zur nächsten Analyse, welche nächste Woche kommen müsste. An der Stelle gönnt euch nochmal das Halbfinale von Kelebo und Senku, bis es dann zum Finale hingeht. Noah wartet auf den Finalgegner. Ich will ein würdiges Finale sehen an der Stelle schon mal. Bis dann.